X-Net hat euch schon immer interessiert, aber ihr könnt noch nicht so wirklich durchstarten, weil ihr einfach keine kompatiblen Stromquellen zu dieser Software habt. Alles Vergangenheit. Mit dem neuen Universal Logger lässt sich selbst die beliebte Taurus Steel in X-Net einbinden. Und nicht nur das, auch Stromquellen anderer Schweißgerätehersteller lassen sich in X-Net einschalten. Zum Lieferumfang des Universal Logger gehört die externe Messeinheit und ein Adapterkabel. Damit können wir direkt Strom und Spannung messen und optional die Gasdurchflussmenge. Die Drahtvorschubgeschwindigkeit lässt sich mathematisch anhand der Kennlinie ermitteln. Wer es aber genauer wissen will, kann auch einfach den Drahtsensor nehmen. Der misst die Drahtvorschubgeschwindigkeit mit. Okay, wir schließen das Gerät mal zusammen an. Wir fangen mit der Masseleitung an. Die kommt von meinem Werkstück und geht direkt auf den Universal Logger drauf. Danach kommt die Leitung, die zur Stromquelle geht. Die schließen wir hier oben an. Masseleitung aus dem Universal Logger kommend in die Stromquelle, Adapterkabel, in dem Fall an den Pluspol, weil wir ja Max schweißen, und die Klemme hier zurück an den Universal Logger. Wer sich für die Gasmessversion entschieden hat, verbindet den Gasschlauch von der Flasche mit der unteren Buchse und verbindet die obere mit der Stromquelle. Um den Drahtsensor zu verwenden, lösen wir das vorhandene Drahteinlaufrohr und ersetzen es ganz einfach durch den Sensor. Zuerst lösen wir die Anpressrolle. Die Schraube haben wir schon gelockert. Die entfernen wir jetzt einfach. Ziehen den Drahteinlaufstutzen hier komplett mit raus. Ersetzen den 1:1. Also ihr müsst gucken, dass das einfach hier passt an den Rändern. 1:1 mit dem Drahtsensor. Druckrolle wieder drauf. Schraube wieder dran. Und am Universal Logger anschließen. Die komplette Adaptierung ist jetzt abgeschlossen. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist, verbindet das Gateway mit dem Universal Logger, denn das Gateway übermittelt die Daten an den Server. Letzter Schritt, einschalten, loslegen.